Herzlich willkommen in unserem neuen Video, Leute. Ich habe euch ja schon mehrfach versprochen, ich werde auch mal ein Video zum Thema Sneaker machen. Insgesamt werde ich auch Videos zum Thema Schuh machen, allerdings bin ich, wie ihr wisst, ein Schuhfreak, deswegen habe ich relativ viele Schuhe und wir mussten das in einzelne Rubriken aufteilen. Wir starten mit Rubrik Sneaker. Ich habe euch mal meine Favorites rausgesucht und ich werde euch dazu jeweils mal ein bisschen was erzählen, warum und was ich besonders cool finde daran. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Am Ende dieses Videos werde ich euch auch nochmal erklären, wie das Gewinnspiel funktioniert, denn es wird auch was zu gewinnen geben. Was genau, wissen die Leute, die meine Story geguckt haben. Heute werde ich das Ganze dann nochmal ausführlich erklären und dann geht's los. Nochmal eine ganz kleine Kleinigkeit. In unserem letzten Video zum Thema Hoodies haben wir einen Hoodie verlost. Wir hatten allerdings Probleme herauszufinden, wer diese Person, die den Hoodie letztendlich gewonnen hat, denn auch wirklich ist. Denn ich habe den Namen in den YouTube-Kommentaren rausgesucht, bei Instagram eingegeben, um dieser Person eine Nachricht zu schreiben, dass die Person gewonnen hat. Auch auf YouTube habe ich eine Nachricht geschrieben. Weder konnte ich die Person auf Instagram finden, noch hat sie auf YouTube geantwortet. Das heißt, wir müssen diese Verlosung nochmal neu starten. Unter allen Leuten, die nochmal zurückgehen und die Interesse haben an diesem Pullover oder die das Gewinnspiel nicht gesehen haben, guckt euch bitte nochmal unser Video zum Thema Hoodies an, kommentiert nochmal drunter, wir werden die Verlosung nochmal neu starten, der Hoodie ist nach wie vor hier und einer von euch wird ihn gewinnen. Dieses Mal wird das Ganze etwas unkomplizierter laufen, sodass wir das Problem nicht nochmal haben, herauszufinden, wer ist denn jetzt diese Person auf YouTube und wie kann ich die kontaktieren. Okay Leute, dann starten wir mit meinem Favorite Sneaker. Ich habe als ersten Sneaker, den ich wirklich immer und überall benutze, den Reebok Classic. Der Schuh ist wiedergekommen, den gab es schon mal in den 90ern, vielleicht auch schon früher, aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Ist ein weißer, schlichter Schuh, den gibt es auch noch in anderen Farben. Ich habe ihn in weiß, ich kombiniere den mit fast allem. Ja, also ich kombiniere den mit Jeans, mit Jogginghosen, mit allem möglichen. Ist ein richtig, richtig cooler Schuh. Den hier sieht man ja auch, habe ich schon einige Male getragen. Ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze aussieht. Man kann ihn einfach echt zu allem tragen. Richtig cooler Schuh. Ich liebe ihn und ich empfehle ihn allen Leuten, die Bock haben auf einen Schuh, den man wirklich zu jedem Outfit tragen kann. Das war mein erster Sneaker. Übrigens, der Schuh, den ich hier gerade trage, aus dem Hause Adidas, auch ziemlich coole Farbkombination. Ich habe eine rote Sohle hier unten, darüber ist eine Boost-Sohle, ein Blau hier und der ganze Schuh an sich ist in so einem Creme gehalten. Auch ein mega cooler Schuh. Dann geht's weiter. Lange nicht mehr gesehen, aber trotzdem sofort wiedererkannt. Kangaroos. Ich habe den Schuh in zwei verschiedenen Farben. Ultra bequem. Ich finde, der Schuh hat ein bisschen Retro-Touch. Ich mag ihn total gerne. Wie ich gerade schon gesagt habe, total bequem. Passt auch zu fast allem. Die Farbe hier ist jetzt ein bisschen auffällig. Ich habe den auch nochmal in einer anderen Farbausführung. Vielleicht eher interessant für die Mädels. So sieht das Ganze dann aus. Mega nicer Schuh. Super bequem. So, dann haben wir einen eher schlichten Schuh. Schwarz, auch kombinierbar mit fast allem. Ich trage jetzt eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Hoodie. Ich habe mich für dieses Outfit entschieden, weil ich mir denke, dass man hier einfach am besten einfach nur den Schuh im Fokus hat. Jetzt ist der Schuh natürlich schwarz, aber trotzdem extrem nice. Ein eher auffälliger Schuh. Trotzdem natürlich kombinierbar mit einer Hose, mit einer Jogginghose wie dieser hier. Geht auch mit einer Jeans.
Ist allerdings ein Schuh, den man wirklich eher zu einem Outfit tragen sollte, wo der Rest nicht ganz so auffällig ist, weil der hier, der sticht ins Auge. Extrem bequem, extrem stylisch, geht immer, ist ein echt cooler Schuh, ich liebe ihn, ich liebe das Design und da haben die echt was rausgehauen, finde ich echt cool. Absoluter Bringer, Ende 2018 und auch 2019, relativ hoher Schuh, mega bequem, man schlüpft einfach rein, man fühlt sich, als würde man auf einer Wolke laufen, extrem robust auch, ich habe den Schuh schon echt oft getragen, war damit echt viel unterwegs und er sieht immer noch aus wie neu, obwohl es ein sehr heller Schuh ist, lässt sich auch super leicht reinigen, ich habe den sogar schon mal in die Waschmaschine geworfen, ich weiß. Alle Sneaker-Lover unter euch kriegen jetzt einen Herzinfarkt. Aber ich habe es gemacht. Ich war mit dem Schuh ein paar Mal im Park. Der Hund ist drauf getreten. Ich bin in Matsche getreten. Und dann blieb mir nichts anderes übrig. Und der Schuh hat es mitgemacht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Echt nice Schuh. Dieser Schuh, auch zurück aus den 90ern, etwas klobiger, so wie der Schuh, den wir gerade schon gesehen haben, aber trotzdem extrem stylisch. Ich liebe ihn, er sieht aus wie so eine Mischung aus 90er Jahre und ich habe gleich Sportunterricht, aber ich habe meine Sportschuhe vergessen und ich nehme jetzt die, die ich auch draußen trage. So sieht er aus. Der ist so ein bisschen alternativ. Es ist ein geiler Schuh, kann man extrem gut mit einer Jeans kombinieren, kommt immer geil rüber, ich liebe ihn, in letzter Zeit trage ich den verdammt oft und ist dazu einfach super bequem. Leute, absoluter Klassiker. Der Schuh geht wirklich, so wie der erste, den ich euch gezeigt habe, mit allem. Okay? Den könnt ihr wirklich, egal wo, egal zu welchem Anlass, den könnt ihr auch zu einem Anzug tragen. Der Schuh ist so schlicht und trotzdem stylisch. Der funktioniert, brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ist bequem, sieht gut aus, ist schlicht, passt zu allem. Geiler Schuh, deswegen unter meinen Favorites. Total im Arsch. Die sind echt total im Arsch. Wow! Den Schuh habe ich oft getragen und den trage ich auch noch oft. Oft zum Skaten, ihr seht's. Aber die müssen auch so aussehen. Leute, wenn ihr euch den Schuh zulegt, seht zu, dass ihr rauskommt und dass der ganz schnell so aussieht. Neu ist es irgendwie gar nichts. Der Schuh ist einfach der Hammer. Ich habe ihn in mehreren Farben, ihr seht es ja auch, ich trage den, ich mische die Farben durch. Ja? Also ich habe hier mal, ich habe einen blauen an auf der rechten Seite und ich habe einen grauen an auf der linken Seite. Der Schuh, mega bequem, damit kannst du Skateboard fahren, damit kannst du ein cooles Outfit kombinieren. Der hat Style, das ist ein Evergreen, der wird immer gehen. Ein bisschen alternativ, aber gleichzeitig auch ein bisschen punky, trotzdem noch stylisch. Findest du in jeder Rubrik eigentlich. Ne? Also der Schuh passt echt zu allem. Deswegen unter meinen Favorites. So. Kommen wir zu ein paar Sneaker, die ich wirklich liebe.
Ich liebe sie so sehr, dass ich sie noch nie draußen getragen habe. Ich weiß, es klingt komisch, aber ich habe den Schuh noch in der normalen Variante. Das hier ist eine Special Edition. Das ist die Transformers Edition. Das hier ist Optimus Prime. Das hier ist der Optimus Prime. Und das hier ist der Bumblebee. Richtig cooler Schuh. Ich liebe ihn. Ich möchte nicht, dass er dreckig wird. Ich hole ihn nur manchmal raus und streichle ihn. Super nice, super bequem. Leute, echt ein cooler Schuh. Deswegen unter meinen Favorites. Jetzt kommen wir zu den Schuhen, die ich verlose. Und dafür habe ich mir extra einen Gast eingeladen. Und das ist Mia. Mia, du freust dich auch, ne? Mach mal Sitz. Mia möchte euch heute mit mir zusammen diesen Schuh präsentieren. Wir sind sehr aufgeregt. Und wir möchten einfach nur sagen, wir freuen uns, dass dieser Schuh an einen von euch rausgeht. Ich zeige ihn euch jetzt mal etwas genauer. So, Mia war nur kurz für die Präsentation da, das wollte sie nicht verpassen. Mach Sitz. Sitz. Also, der Schuh ist ein etwas höherer Schuh, ähnlich wie die Puma. Ist ja auch super bequem. Leider passt er mir nicht. Der Schuh hat, eigentlich sollte er Schuhgröße 42,5 sein. Für mich, ich kann es einschätzen, es ist eher eine 41 oder eine 41,5. Passt mir auf jeden Fall nicht. Die Marke kenne ich nicht. Ich habe den im Internet gesehen, fand den mega cool und habe ihn dann einfach bestellt. Er ist hier angekommen und ich möchte ihn nicht wieder zurückschicken. Deswegen dachte ich mir, hey, einer von euch wird ihn gewinnen. Was ihr machen müsst, um diesen Schuh zu gewinnen, ist eigentlich relativ simpel. Liked und kommentiert das Video hier auf Instagram. Klickt den Link in meiner Bio. Subscribed unseren YouTube-Channel. Lasst einen Comment unter dem YouTube-Video da und schon seid ihr im Rennen. Dadurch, dass ihr vorher kommentiert habt auf YouTube und auf Instagram, können wir leichter herausfinden, wer gewonnen hat. Und wir geben schon in 2 Tagen bekannt, wer der glückliche Gewinner ist. Ich wünsche euch allen ganz viel Glück. Ich wünsche euch vor allen Dingen auch viel Spaß beim Kommentieren. Seid kreativ. Ihr wisst, ich lege da viel Wert drauf. Die kreativsten Antworten fallen mir immer am besten ins Auge. Uns würde mega freuen, wenn ihr unseren YouTube-Channel subscriben würdet. Denn das ist das, was uns seit ungefähr einem Jahr so ein bisschen fehlt. Aber das hält uns nicht ab. Wir sind weiter motiviert und wir machen weiter Videos für euch. Ansonsten, wenn ihr noch andere Ideen habt für andere Videos, irgendwas, was ihr gerne mal sehen würdet, egal worum es geht, Manscare, Fashion, Lifestyle, Travel, wir kümmern uns darum. Schreibt uns einfach eine DM oder lasst uns einen Kommentar unter dem Video. Wir sind gespannt, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Das war es erstmal von mir mit Sneaker Teil 1. Es wird noch mehrere Teile geben, Leute. Macht's gut, euer Angelo.